Ja, Homies, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender, beziehungsweise doch Adventskalender, oh mein, ich hab's das erste Mal auf First Try richtig gesagt, Digga. Ja, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist Nikolaustag, wuhu, euch allen fröhlichen Nikolaustag auf jeden Fall. Wir reden heute ein bisschen über Geschenke, ich werde euch ein bisschen was erzählen, was ich bekommen habe. Ich werde euch auch fragen, was ihr bekommen habt. Ich erzähle euch heute was über meinen Schultag, war auch ganz lustig. Wir haben heute Wichteln gemacht, habe ich euch schon letztens erzählt gehabt und zeigt euch, was ich alles bekommen habe. Deswegen bleibt gerne dran. Als erstes würde ich hier gerne beim Santa Claus hier Belohnung abholen. Man kann auf Gomme hier Sachen abholen. Da könnt ihr Premiums zu Premiums weiter gewinnen. Ich habe schon Reset Token, TTT besser gewonnen. Und eine Santa Quest, die habe ich gestern erledigt. Und heute ist das sechste Türchen. Wir gucken, was wir kriegen. Oh mein Gott. Ah, ein TTT Pass. Na gut, nichts Besonderes. Schade auf jeden Fall. Ja, dann gehen wir auch direkt in eine Runde, würde ich sagen. Okay, bin verwirrt, aber egal. Alles gut. Ja, erstmal hoffe ich, dass es euch natürlich gut geht, dass ihr nicht krank seid oder sonstiges. Heute war Nikolaus. Heute ist Montag. Sehr, sehr schlechter Tag eigentlich. Aber ich erzähle euch mal so, wie es war. Also heute hatten wir als erste Stunde Biologie gehabt. Was? Als erste hatten wir Englisch. Da habe ich mit Antonia zusammen in der Gruppenarbeit gearbeitet. Wir sind nicht fertig geworden. Digga, ich muss gucken, wie ich das mit ihr fertig schaffe. Sonst sind wir ein bisschen, ne, ein bisschen tot, wenn wir das nicht schaffen. Deswegen, ja. Das wird schon hoffentlich irgendwie. Da habe ich ein bisschen Hoffnung drin. Und ja, warte mal. Wish you a Merry Christmas. Dritte Stunde hatten wir dann Wirtschaft, aber innerhalb der dritten Stunde. Innerhalb der dritten Stunde hatten wir Wichteln gemacht. Ich habe euch ja erzählt, vor Wochen davor, dass wir Wichteln machen. Und ich hatte die liebe. Ja, ich nenne jetzt nicht ihren Namen. Aber ich habe euch erzählt, was ich hier geschenkt habe, glaube ich. Oder nicht. Also, falls nicht, dann erzähle ich das nochmal. Ich habe ihr so einen Mini-Penis geschenkt. Dann habe ich ihr noch. Was habe ich denn ihr noch geschenkt? Ich habe ihr so Socken. Also, kennt ihr so Socken? Aber so in Handschuhform. So, wisst ihr? Also mit so Fingern. So, Socken mit Fingern. War ganz lustig. Die ganze Klasse hat gelacht. Ey, Homie. Das habe ich ihr geschenkt. Und noch, da habe ich noch eine Tasse mit einem polnischen. Einen polnischen Spruch drauf geschenkt. Da stand drauf, du bist die einzige Königin oder so. Fand ich ganz lustig. Und ey, Homie. Oh mein Gott, ich bin der Beste. Ich glaube, das war's. Also es war ein ganz lustiges Geschenk. Noch irgendwas geschenkt. Parfüm, ich habe ihr Fake Versace Parfüm aus Polen geschenkt. Stimmt, das war's. Ja, das war mein Geschenk an ihr. Und mich hatte Antonia. Und sie hatte die hatte mir. Das kann ich euch direkt zeigen, was sie mir geschenkt hat. Die hat mir hier sowas. Ist ein Dönerkissen. Das ist ganz, ganz lustig. Die hat mir auch ein Dönerkissen geschenkt. Fand ich echt ganz witzig. Es passt auch zu mir, weil ich hier gerne Döner esse. Also, auf jeden Fall nochmal Danke an dich, Antonia. Ja, heute bin ich dann sonst aufgestanden. Bevor ich zur Schule gegangen bin. Und meine Mama hat mir einfach auch so ein kleines Nikolaus-Geschenk gemacht. Die hat mir immer hier so Süßigkeiten geschenkt. Ja, ist ganz süß von ihr. Und sie hat mir eine Powerbank geschenkt, weil ich schon lange eine Powerbank haben wollte, weil ich keine mehr richtig hatte. Ich habe damals eine gehabt, aber die ist kaputt gegangen. Hatte mir vom Kaufmann dann eine Powerbank geschenkt, also bin ich echt, also es ist ein cooles Geschenk. Und meine Mama hat mir halt Fitnessstudio finanziert. Habe ich ja schon mal erzählt. Also wirklich, da bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Allgemein für Kleinigkeiten solltet ihr immer dankbar sein, Digga. Ist nicht selbstverständlich, dass man was bekommt. Ich habe mir eigentlich nichts gewünscht gehabt zu diesem Nikolaus, außer dieses Fitness-Ding. Und sie hat es mir trotzdem geschenkt. Also da bin ich echt dankbar dafür. Ja, schreibt gerne rein, was ihr bekommen habt. Also, das würde mich auf jeden Fall interessieren. Schreibt das gerne rein. Ah, perfekt. Ja, ansonsten. Ich war. Oh mein Gott, ich muss euch was erzählen. Ansonsten war ich heute. Ich hatte heute Sport. Aber vor der ganzen Schule. Also, vor ganz, wo ich zur Schule gekommen bin. Bin ich einfach zu spät gekommen, Digga. Also, ich bin an meinem Zug. Mein Zug ist neben mir. Weil ich wohne hier in Schweden neben so einem Zug. Da bin ich gekommen und der Zug hat einfach 20 Minuten Verspätung gehabt. Also ich war wirklich so sauer, es war heute so kalt. Könnt ihr mal reinschauen, was bei euch genauso kalt ist. Aber bei uns ist es ultra kalt. Oh mein Gott, hab ich dich gefickt. GG. Der beste Spieler gewinnt. Ja, mein Zug ist 20 Minuten verspätet bekommen. Ich hatte schon echt heute Angst, dass ich heute gar nicht mehr zur Schule schaffe. Aber zum Glück, Cosmetics, oha. Aber zum Glück hat mich Antonias Mama heute abgeholt noch, von da, wo ich hingefahren bin.
Und deswegen bin ich richtig noch zeitlich eingetroffen. Also es war echt heute so cool. Andere Leute haben auch ganz coole Geschenke bekommen. Also zum Beispiel einer, der, von dem ich mal geredet habe, der gemobbt wurde, beziehungsweise der nicht auf Klassenfahrt mitkommt, der hat zum Beispiel einfach so einer 37-jährigen Mutter, wir haben eine 37-jährige Mutter in der Klasse, by the way, einfach Star Wars, das war eine Star Wars Eierhalter geschenkt, Digga. Und die hat nicht mal einen Sohn oder so, dem sie es weiterschenken könnte. Also wir waren so mad auf ihn, wir wollten es eigentlich wieder zurückschenken, Digga. Aber die wollte das nicht, aber ey, nee. Aber ich habe dieser Mutter, habe ich auch noch was geschenkt. Ich habe ihr so 3 Weihnachtskugeln geschenkt, weil sie meinte, dass wenn ich sie habe, soll ich ihr Weihnachtskugeln schenken. Und da habe ich ihr geschenkt auf jeden Fall. Und sie hat sich ultra gefreut, also es war sehr, sehr süß. Sie hat mich auch umarmt und so. Und ja, keine Ahnung, war sehr süß auf jeden Fall. Ansonsten hatte ich heute noch Deutsch gehabt. Deutsch war auch ganz lustig. Da hat der Lehrer sich einfach die Geschenke mal angeguckt, die wir bekommen haben. Das war echt, also es war ganz lustig. Und dann hatten wir Sport heute. Wir hatten natürlich Sport. Da habe ich mich einfach, habe ich auch gesagt, ich habe einen Fahrschultermin, Digga, und muss deswegen früher los. Und dann hat er mich früher losgelassen. Also auch ganz cool. Ich habe gesagt, 5 Minuten früher los. Und der meinte so, ja, ja, alles gut. Also, ja. Sonst hätte ich eine Stunde warten müssen auf einen anderen Bus. Und das ist immer relativ nervig, ehrlich gesagt, wenn ich auf einen Bus warten muss. Weil meine Lehrerin mich nicht mehr fahren kann. Das ist das Ding. So. Dann gehen wir hier. Bup, bup. Ja, ich glaube, also wenn ihr das seht, habe ich heute gestreamt. Guckt gerne auf Twitch vorbei. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Also ich glaube doch, also ich glaube, es bringt was, wenn ich immer Werbung auf Twitch mache. Also würde mich wirklich freuen, wenn ihr mal vorbeigucken würdet. Und falls ihr einen Prime-Sub habt, noch frei habt und nicht wisst, wie ihr mir geben sollt, würde ich mich darüber echt freuen. Unterstützt mich mies. Und ja. Was mir auch noch leid tut, ist auf jeden Fall, dass, also das gestrige Video so kurz und weiß nicht, so ohne Mühe war. Also es tat mir auf jeden Fall echt leid. Ich wusste einfach nicht, was ich gestern machen soll. Also ich hatte echt... Oh mein Gott, tot. Nein, 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 nein. Leid! Oh mein Gott. Nee, also ich hatte gestern einfach keine Ahnung, was ich reden soll. Und dann dachte ich mir, ja komm, machst du so ein kurzes Video, wo du einfach einen schönen zweiten Advent wünschst. Und dann, ja, ne? Und dann machst du morgen ein richtiges Video, wo du über alles redest. Und ich hoffe, gefällt euch auf jeden Fall. Ich hoffe, das passt für euch. Lotterien, Grüße gehen raus. Ansonsten, ja, schreibt gerne rein. Habt ihr schon mal gewichtelt? Also, das war jetzt mein erstes Mal wichteln im Leben. Ich hab davor. Oh mein Gott, bitte. Ich hab noch nie davor gewichtelt. Das ist echt krass. Also, es war sehr, sehr cool, Digga. Wir sind so nacheinander rumgegangen, haben geguckt, wer was drin hat und so. Also, es war wirklich eine sehr, sehr tolle Erfahrung. Und ja, ich kann es auf jeden Fall jedem weiterempfehlen. Und ich wichtle auch mit Caro wahrscheinlich. Wenn alles gut läuft, kommt Caro am 23. Dezember. Aber ist noch nicht safe. Also, könnte vieles schief gehen noch. Deswegen will ich da auch nichts sagen und mich nicht hochhypen. Das Ding ist, zum Beispiel beim letzten Mal, als ich Caro getroffen habe, habe ich mich ein bisschen zu sehr hochgehypt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das war nicht so gut, Digga, weil man freut sich dann und dann passieren Sachen, die vielleicht so unerwartet kommen, man die nicht beeinflussen kann und dann ist man traurig und so. Deswegen versuche ich jetzt mittlerweile ein bisschen zurückhaltender bei so einer ganzen Sache zu sein. Und da mir jetzt nicht so, oh mein Gott, wer bist du denn? Und da mir jetzt nicht so hier so Kopf drüber machen. Aber es wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool, das auf jeden Fall. Das kann ich auf jeden Fall... Das kann ich auf jeden Fall dazu sagen. Das ist sehr, sehr cool, wäre. So. Ja, ich streame heute wahrscheinlich noch. Ich habe ein bisschen Bock zu streamen, ein bisschen zu reden mit euch. Aber ich glaube, wenn ihr das seht, dann ist es schon vorbei, weil das Video dauert echt ein paar Stunden. Das dauert immer ein bisschen, bis ihr das sehen könnt, weil die Qualität sich einfach machen muss. Und das leider echt viel, viel Zeit aufnimmt. Sonst habt ihr halt immer diese schlechte Qualität mit 360p, die ja gar keinem gefällt. Also, verständlich aber auch. Gehen wir hier rein und boots. Ja, let's go. Ansonsten schreibt gerne rein, was ihr zu Nikolaus auch bekommen habt. Ob ihr nur Süßigkeiten bekommen habt oder so nicht. Ich hatte zum Beispiel damals einen Vorfall gehabt. Ich hatte damals einen Vorfall gehabt in der Grundschule, dass ich eine... Oh, wie heißt denn das, wie man so... Schlagzeug. Da habe ich ein Schlagzeug zu Weihnachten bekommen, so ein Spielzeugschlagzeug. Und da meinte die Lehrerin zu mir, dass es voll viel ist, Digga, und dass ich viel zu viel bekommen habe. Und man es eigentlich nur kleine Sachen kriegt. Einfach Predi-Skin. Und deswegen, ja, keine Ahnung, also schreibt mal gerne rein, wie es bei euch ist, wie das bei euch gehandelt wird da mit den Geschenken. Ob ihr auch nur relativ wenig bekommt oder eher viel, würde mich auf jeden Fall echt interessieren. Ich werde mir alles durchlesen, keine Sorge. Falls ihr irgendwelche privaten Fragen habt, also stellt auch gerne Fragen, Themen, worüber man reden könnte. Morgen ist da wahrscheinlich wieder mit einem Gast. Das können wir auf jeden Fall so machen. mein Hals ist auch kaputt. Wirklich, ich habe heute schon so oft gehustet. Nee, aber ja, die Woche wird auch ein bisschen schwierig für mich auf jeden Fall, muss ich dazu sagen.
Morgen wird easy. Morgen gehe ich zum Sport mit Antonias Bruder. Da wird Gym durchgezogen. Bin ich auf jeden Fall schon ein bisschen gehypt. Ich habe ein bisschen Angst, ihren Bruder kennenzulernen, bin ich ehrlich. Weiß nicht, wie der so drauf ist, weil ich glaube, der ist kleiner als ich. Also kein Problem, wa? Wenn er das sieht, Digga, tot. Und man nimmt er mich noch nicht mehr mit. Aber ansonsten. Ja, dann ist Donnerstag eine Deutschklassenarbeit. Ich raff absolut gar nichts in Deutsch. Leider. Und Mittwoch kriege ich Mathe-Klassenarbeit zurück, Digga. Das war ein kompletter Reinfall, habe ich ja schon erzählt. Und wahrscheinlich auch noch Wirtschaft kriege ich auch noch wahrscheinlich Mittwoch zurück. Ja, perfekt, war Geist gespielt, ne? Dachte ich mir schon. Deswegen. Ich kann halt echt gut Ball aufstellen, glaube ich. Let's go! Läuft gut, Digga. Ja, ansonsten, das war's für mich erstmal, ne? Mehr mache ich hier nicht. Freitag? Was ist Freitag? Stimmt, und Donnerstag muss ich mir natürlich ja diesen Text, was wir heute gemacht haben, nicht ansatzweise fertig sind, machen. Also das wird auch noch so schlimm, Digga, wir müssen das jetzt morgen oder so machen. Ich guck mal, ob Antonia, Antonia will halt nicht, aber ob die gleich irgendwie vorbeikommen könnte am Mittwoch oder so, damit wir das da einfach weitermachen können. Perfekt. Das wäre aber sehr, sehr lohnenswert. Dann könnte ich auch mein Zimmer zeigen, Digga. Ich finde wirklich, mein Zimmer ist so abgrundtief geil. Ja, das gibt auch. Let's go. Ich glaube, die Musik ist okay. Ich glaube, die passt euch. Ja, ich finde es ganz cool mit der Musik. Weiß nicht, ob die zu doll abpackt ist oder nicht. Ich hatte eigentlich noch ein paar ich hatte echt coole Sachen vor, am Adventskalender zu machen. Vielleicht kommen die noch. Ich hatte halt, wie gesagt, so Bock, so mehr oder mehr Facecam zu machen und so. Aber es sieht halt so komisch aus. Ich habe es halt wirklich schon probiert, Digga. Aber es ging halt einfach nicht. Ja, wird schon. Keine Ahnung, ich werde aber noch ein paar Sachen probieren. Am 24. versuche ich wirklich was Cooles zu machen, was ultra Cooles, was mir auch gefällt. Und ja. Dann gehen wir hier rauf. Irgendwas für Musik, Digga. Komm. Der swoopt. Schlaf aber, diese kenne ich sogar. Grüße gehen raus. Hat er Stärke drin? Ja, ne? Ja. Der ist super. Ach, du heilige Scheiße. Er ist ja so. Oh, mein Helm ist broken. Ich habe noch keine Stärke gehabt. Mein Helm ist aber broken. Craften uns schnell einen neuen. Wir haben ja Zeit, Digga, Jungs, kein Stress. Wir haben ja keinen Zeitdruck. Morgen kommt wahrscheinlich die Folge auch ein bisschen später. Also, die wird immer so 24 Uhr kommen. 20 Uhr oder so. Ich werde die versuchen, also 20:15 zu machen. Also, das ist so der dann, wo ich es probiere. Perfekt, haben wir auch sehr, sehr stark von meiner Seite aus. So, die Schlafpolyse können doch eklig reinzwitten ins Suppen. Der Typ, der farmt sich alles. Er könnte Lava HD, moin Lava. Cooler MLG eigentlich. Oh nein, das ist echt, glaube ich, nicht so gut. Ja, mal gucken, gibt es irgendwelche coolen Sachen, die man also zu Nikolaus geschenkt bekommt oder so? Also, ich meine jetzt so auf Minecraft. Außer jetzt hier diesen Adventskalender-Aufgabe. Ich glaube, da gibt es sonst nicht mehr gar nicht so viel, oder so, oder? Ich liebe echt Weihnachten. Weihnachten ist echt so cool. Da kriegst du so viele Sachen geschenkt. Das ist einfach, weiß ich nicht, aber so schön, macht Freude. Allgemein Sachen schenken, ja, ganz cool. Ich habe noch gar kein Weihnachtsgeschenk, ne? Ehrlich, ich habe noch nichts, was ich zu Weihnachten wünsche. Das ist so problematisch, Digga. Jetzt farmt sich Suppen durch. Oh mein Gott. Oh. Ja, ich sterbe schon nicht, aber. Ich wollte. Mann, ich kann nichts machen. Er hat Suppen. Nein. Ja, ich will jetzt auch ungern gegen Sweaten, der ganz cheap. Ein bisschen Win. Ja, ich hätte mit Suppen machen können, aber wollte ich nicht. Alles gut. Egal, kriegt er den Win. Heute ist Nikolaus, Digga. Kein Problem. Ansonsten, ja, das, ich würde sagen, das war's heute mit der Nikolaus-Folge auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommentiert, wie gesagt, gerne, was ihr zu geschenkt bekommen habt. Und ob ihr schon mal gewichtelt habt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Noch einen schönen Nikolaustag. Und ja, wiederhauen und reingehauen. Tschüss.